Herzlich willkommen zum APEX Social Podcast. Ich bin Susan Acey, die Gründerin von APEX Social, und ich lade dich ein auf eine wundervolle Reise. Auch von mir ein herzlich willkommen zum APEX Social Podcast. Mein Name ist Maren und ich habe die Ehre, dich als Host mitzunehmen auf die Reise von unseren aktuellen Care Professionals, aber auch von so viel mehr Leuten von Institutionen, die sich für Inklusion einsetzen und dieselben Werte haben wie APEX Social. Wir zeigen dir in diesem Podcast, dass dir als Fachkraft aus dem Gesundheits- und Sozialwesen die Welt offen steht. Herzlich willkommen zum APEX Social Podcast. Mein Name ist Maren und ich nehme euch heute mit auf die Reise und auf die Vorstellung oder in die Vorstellung von unserem Care Professional of the Year. Und das ist sie, unsere liebe Paula. Herzlich willkommen, Paula. Ich freue mich, dass du heute bei uns bist. Hallo, ich freue mich auch. Ja, du bist das Care Professional of the Year geworden. Wir haben dich auch schon ordentlich gefeiert am Surf-Outing in San Clemente im Mai dieses Jahr. Und natürlich wollen wir wissen, was hast du denn gemacht, dass deine Familie dich nominiert hat? Und natürlich auch, wie war das für dich, als du das erfahren hast? Du warst nämlich zu dem Zeitpunkt in New York City. Denn deine Familie aus Deutschland, deine Eltern sowie deine Geschwister haben dich hier in Amerika besucht und ihr habt einen Ausflug gemacht nach New York. Und bevor wir in die Geschichte starten und deinen Einblick bekommen, würde ich dich gerne einladen, dich einmal vorzustellen. Genau, also ich bin Paula, ich bin 22 Jahre alt. Ich bin gelernte Gesundheits- und Krankenpflegerin und ich wohne jetzt mit meiner wundervollen Gastfamilie in der Nähe von Philadelphia seit September letzten Jahres. Und du verstehst dich obviously sehr gut mit deiner Gastfamilie und auch mit deinen Gastkindern. Ja, sehr gut. Ich könnte keine bessere Familie haben. Wie ist es dann, mit einer Familie zusammenzuleben? Also, es ist auf jeden Fall sehr schön, aber natürlich auch in manchen Sachen einfach ein bisschen, ja, anders, weil man arbeitet ja auch quasi für die Familie, aber wohnt dann mit deinem Arbeitgeber quasi unter einem Dach. Also ja, aber ich muss sagen, die meiste Zeit ist es einfach nur schön, auf jeden Fall für mich. Und ich denke, das können sehr viele nachvollziehen, denn natürlich hast du deine Arbeitszeiten und dann musst du auch irgendwie so deine private Freizeit gestalten und bist trotzdem in der Familie drin. Du hast es sehr gut geschafft, dass du wirklich ein Familienmitglied geworden bist, so auch wie die Hausfamilie dich beschreibt. Ich werde darauf später noch eingehen. Aber dann kam ja auch deine Familie aus Deutschland und zwar dein Bruder, der 20 Jahre ist, für den war das auch die erste Zeit in den USA. Deine Schwester, die 16 Jahre ist, und sowie deine Eltern. Und ihr habt gesagt, okay, wir gehen zusammen nach New York. Und in New York ist was ganz Großes passiert. Die ganze Geschichte beginnt im Endeffekt, dass ihr zusammen in Apple Store gegangen seid, weil dein Bruder hätte gerne ein Handy gehabt. Und ja, ihr kennt ja bestimmt alle diese riesengroßen Apple Stores in Amerika und in New York. Das ist einer der größten Apple Stores, die es überhaupt gibt. Und ihr standet dann da drin und habt so rumgeschaut, okay, was wäre gut, wie sind so die Preise? Man vergleicht ja auch immer, wenn man aus Deutschland kommt. Und dein Handy hat dann angefangen zu vibrieren in deiner Hosentasche und du dachtest erst, oh mein Gott, was ist jetzt passiert? Ja, genau. Also ich habe dann gesehen, dass ich einen verpassten Anruf von meiner Hostmom hatte. Und da habe ich ja auf erstmal das Schlimmste gedacht. Irgendwas ist passiert. Also ich wurde total nervös und bin dann auch erstmal rausgegangen. Und mein Papa ist auch mitgekommen, weil er sich auch gewundert hat, was los ist, weil ich auf einmal raus wollte. Genau, draußen war es natürlich jetzt auch nicht gerade leise, also mitten in New York. 1000 Leute und Autos drumherum. Und deswegen habe ich mir erstmal eine Ecke gesucht, wo es ein bisschen ruhiger war.
Und ja, dann habe ich meine Hostmom aber direkt zurückgerufen und als sie dann mit einer fröhlichen Stimme rangegangen ist, habe ich auch erstmal, ja, war ich erstmal erleichtert, dass nichts passiert ist oder sonst irgendwas Schlimmes war. Ja, und mein Papa hat das natürlich auch gemerkt, dass ich ein Grinsen im Gesicht hatte. Und ja, meine Hostmom meinte dann einfach nur, du bist es geworden, du bist das Care Professional of the Year. Und meine Gastkinder haben im Hintergrund auch nur gerufen, Glückwunsch und gut gemacht. Und ja, es war einfach ein schönes Gefühl. Und ja, dann ist auch der Rest meiner Familie nach draußen gekommen. Und dann habe ich denen das natürlich erstmal erzählt und ja, ein paar Glückstränchen sind geflossen und dicke Umarmung gab es und es waren natürlich alle sehr stolz auf mich und da war ich natürlich auch sehr, sehr glücklich drüber. Und ihr seid dann abends noch zusammengesessen bei euch im Hotel und habt euch, oder dann hast du nämlich auch erfahren, dass eben die Susan Essay, unser Founder, das Ganze nochmal vorgelesen hat in einer Konferenz. Und zwar hat sie den Text von einer Hausfamilie vorgelesen. Und einen ganz, ganz brisanten Satz, der mir in Erinnerung ist, ist, dass deine Hausmams gesagt hat: Es gibt nichts, was Paula nicht schaffen kann. Ja. So. Da, egal was ist in der Familie, du stellst, bist immer da. Du guckst immer, dass du das Bestmöglichste für die Familie rausholst und sie unterstützt. Egal, ob das jetzt mit den Kindern ist oder auch wenn du zum Beispiel beim Essen bist mit einem deiner Hauskinder, ne? Und eigentlich du schon in deiner Off-Zeit bist, aber das Essen halt noch fertig machen möchtest. Und deine Gastfamilie sagt dann natürlich auch, hey, you're off, you can, you know, I can take over. Und du sagst, hey, nee, mir macht es Spaß, ich würde das gerne noch zu Ende machen. Und ich glaube, das ist auch dieser springende Punkt, wieso du das so krass verdient hast, das Care Professional of the Year zu werden, weil du gehst einfach diese extra Meile. Und du hast es ja auch vorher schon gesagt, es ist eine andere Erfahrung, mit einer Familie zu arbeiten und zu wohnen. Und deine Hausfamilie schätzt dich so, so sehr, dass du wirklich dich auch einbringst als Familienmitglied und dich einfach wirklich so diesen extra Schritt nochmal gehst und sagst, hey, wenn da jetzt was ist, was ich gerade machen muss, es ist nicht meine Aufgabe als Care Professional, Haushaltsaufgaben zu machen, die nicht mit den Kindern zu tun haben. Aber wenn ich sehe, dass da ein Teller steht und ich komme gerade mit meiner leeren Kaffeetasse und räume sie in die Spülmaschine, dann nehme ich natürlich auch den Teller, der noch da steht, und räume ihn Ja. auch ein. Und das schätzen die so sehr an dir, dass du einfach mitdenkst, dass du dich einbringst und dass du einfach wirklich ein Familienmitglied bist. Und als wir uns das erste Mal über deine Geschichte unterhalten haben, hast du zu mir gesagt, das ist so normal für mich, dass ich so Sachen mache, dass ich einfach mitdenke und dass ich dabei bin. Und das ist ja auch ein Stück weit meine amerikanische Familie geworden. Ja. Ich möchte ein Teil davon sein. Und es spiegelt sich einfach wieder. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle nochmal. Dankeschön. Dein ganz persönliches Highlight vom Care Professional, also dass du Care Professional of the Year geworden bist, ist für dich die Anerkennung gewesen, ne? Ja. Genau, es war einfach so schön, diese Anerkennung von meiner Gastfamilie zu bekommen. So, wie gesagt, also für mich war das alles irgendwie so normal, sage ich mal, die ganzen Sachen zu machen und mitzuhelfen, auch wenn ich zum Beispiel nicht arbeite. Ich meine, ich wohne ja mit der ganzen Familie unter einem Dach und wenn ich sehe, da braucht jemand Hilfe, dann bin ich natürlich da und laufe nicht einfach dran vorbei. Und diese Anerkennung zu bekommen, nochmal in einer ganz anderen Art, halt dieses, ich sag mal, offizielle jetzt über Apex, das ist einfach nochmal was ganz anderes. Also ich habe auch gar nicht mehr mit da, so damit gerechnet. Mein Hostmom hatte das nebenbei mal erwähnt. Ja, übrigens, wir haben mich da nominiert. Ich so, oh, okay, aber dann ja, erstmal nichts gehört und dann ja, einfach diese ganze offizielle Sache. Also das ist echt so schön und auch von anderen Care Professionals dann zu hören, so, hey, Glückwunsch, machst du echt gut oder auch von den Apex.
Leuten, so viel von die, wie von dir. Es ist einfach, ja, sehr, sehr schön. Und ja, am wichtigsten ist halt selber das anzuerkennen, was ich erst nicht so gemacht habe, weil ich habe gesagt, ist doch ganz normal, ich habe doch gar nichts Besonderes gemacht, was mir verboten wurde zu sagen. Ja, von aber, deiner Area-Direktorin Virginia. Ja. Und von mir auch. Ich hake da mal kurz ein, wieso haben wir gesagt, bitte sagt es nicht mehr. Ja, weil es einfach nicht stimmt. Weil wir das ganz oft sehen. Genau, es stimmt einfach nicht. Ja, und das anzuerkennen, das war auch erstmal ein Schritt für mich. Aber jetzt, ja, habe ich es wahrgenommen, wie es wirklich ist. Schön, dass du auch so die Selbstanerkennung zelebrieren kannst und dass du auch für dich weißt. Und ich hoffe, dass du als Zuhörer, ich meine, es gibt ja immer ein Care Professional of the Year im Jahr. Aber natürlich haben wir so, so unglaublich viele tolle Leute bei uns im Team und wir haben einfach auch, ja, wir probieren immer, uns einzusetzen für euch, so gut wie es geht und für euch da zu sein. Egal, mit welchen Themen ihr zu uns kommt, ihr seid immer bei uns aufgehoben, ihr bekommt immer eine Antwort. Wenn es nicht direkt ist, dann bekommt ihr eine Antwort innerhalb von den nächsten 2 Tagen allerspätestens. Und wir gucken einfach, dass es euch gut geht, dass ihr auch lernt, gerade auch im sozialen Bereich, dass ihr euch anerkennen könnt. Und ihr macht so viele tolle Sachen und ihr bringt die Familien so unglaublich weiter und die Förderung und die Entwicklung der Kinder. Und das muss einfach gefeiert werden. Ja. Als wir im Surf-Outing waren, hatten wir ein ganz, ganz tolles Dinner, wo alle unsere Teilnehmer vom Surf-Outing da waren und wir saßen auf einer riesengroßen Terrasse. Und es gab eine kleine Bühne und Virginia, deine Area-Direktorin, ist auf die Bühne gegangen und hat dich auch nochmal vor allen Leuten, ja, vorgestellt und gesagt, hey, herzlichen Glückwunsch und auch erzählt, was du denn alles so in der Familie machst und dass es einfach nichts gibt, dass du so, wo du so sagst, okay, das kann ich nicht, sondern selbst wenn du vielleicht auch für dich selber manchmal den Zweifel hast, wow, kann ich das machen? Du probierst es aus und du machst es, ne? Und wir sind ja auch so eine Community, die sagen, hey, trau dich auch Fehler zu machen, weil du lernst daraus, ne? Ja. Lieber machst du's und machst einen Fehler. Und sagst dann, okay, das ist nicht der Weg gewesen, aber du hast es probiert, so. Und du bist einfach so ein tolles Beispiel dafür, dass du dich nicht unterkriegen lässt, dass es, egal welches Obstakel auf dich zukommt, dass du einen Weg findest, wie du weitermachst, dass du dich so extrem engagierst für deine Familie und das auch zurückbekommst, ist natürlich das größte Geschenk. Aber auch dann zu sehen, dass als Virginia auf der Bühne stand und dich vorgestellt hat, alle Leute auf der Terrasse aufgestanden sind von ihren Stühlen und applaudiert haben, das hat mir Gänsehaut gegeben. Ja, mir auch. Ja, das war echt ein sehr, sehr schönes Gefühl. So, dein Care Professional Jahr geht Stück für Stück näher dem Ende zu. Und du hast es ja auch hier nochmal weiterentwickelt. Wir würden gerne wissen, was ist denn so dein Plan in die Zukunft? Wenn ich jetzt zu dir nach Hause komme mit einem Kamerateam in 2 Jahren, was denkst du, was würden wir bei dir sehen im Leben? Also ich habe mich dazu entschieden, dass ich mich in Richtung halt Special Needs weiterentwickeln möchte und weiterbilden möchte. Am liebsten so in Richtung Lehramt. Das wird mir am besten gefallen. Und ja, halt einfach durch diese Fortschritte, die ich mit meinem Hostkind zusammen erlebt habe, die ich gesehen habe, die er, ja, einfach die Fortschritte, die er gemacht hat, habe ich gemerkt, das macht mir so Spaß und es ist einfach so schön, diese Entwicklung halt mitzuerleben. Ja, möchte ich mich gerne so in die Richtung auch weiterentwickeln und ich hoffe, dass ich dann, ja, einen guten Studienplatz finde und ja, dann mich da weiterentwickeln kann. Und willst du wieder zurückziehen, wo du herkommst? Ja, also ich wohne ja an der Nordsee und für Studieren könnte ich mir vorstellen, ein bisschen wegzuziehen, vielleicht auch in die Berge nach Österreich. Aber ich denke, ich werde auf jeden Fall wieder zurück an die Nordsee kommen.
Ja, und war das, also Sonderschullehramt, tolles, tolles Gebiet, ist auch eine tolle Aufgabe, weil du kannst in einer kleinen Klasse natürlich sehr viel Input geben und Ja. ja, du arbeitest auch für eine längere Zeit, also nicht nur ein Jahr mit den Kindern zusammen. Ist es auch was, was du davor schon so im Kopf hattest, oder ist es jetzt eher so gekommen durch die Arbeit mit deinen Kindern in deiner Familie? Tatsächlich wollte ich früher immer Grundschullehrerin werden. Das ist dann aber erstmal so in den Hintergrund gerutscht und dann bin ich ja erstmal Krankenschwester geworden, was ich auch über alles liebe. Also da spricht auch gar nichts dagegen. Aber ja, durch meine Hauskinder hier habe ich das einfach so lieben gelernt, einfach denen Sachen beizubringen. Auch meinen Nicht-Special-Needs-Kindern hier mit denen, ja, das Alphabet zu üben oder sonst irgendwas. Einfach diese ganze Entwicklung, das macht mir so Spaß und deswegen, ja, kommt das so. Das hört sich nach einem tollen Plan an. Ich bin immer gespannt, wie das bei dir alles weitergeht. Und natürlich würde ich gerne auch noch mal von dir hören. Ich habe es ja schon so ein bisschen gesagt, was ich denke, oder auch aus dem Text von deiner Horse Mom, was sie denkt, wieso du Care Professional of the Year geworden bist, weil du eben diese Extrameile gehst und ja, dich nicht unterkriegen lässt, auch wenn es manchmal schwer wird. Was würdest du denn sagen? Was war denn für dich so der Punkt, wo du sagst, okay, das ist richtig gut gelaufen, das könnte ich anderen Care Professionals auch so an die Hand geben aus meinen Erfahrungen? Ja, also ich kann auf jeden Fall sagen, das Leben ist ein Geben und Nehmen. Auch wenn du mit einer Familie zusammenwohnst als Care Professional, das ist einfach wirklich das A und O, finde ich. Und ja, zum Beispiel, wenn ich die Spülmaschine ausräume, was für mich selbstverständlich ist, dann bringen sie mir irgendwie später ein Getränk von Starbucks mit. Und da freue ich mich natürlich super drüber. Und das ist für die selbstverständlich. Und ja, ich bin einfach geblieben, wer ich war. Ich habe mich nicht verstellt, um in die Familie reinzupassen. Ja, und das kann ich auch nur weitergeben. Bleibt so, wie ihr seid und nicht verstellen und ja, einfach dieses Nehmen und Geben, ja, annehmen. Sehr schön. Du hast am Anfang gesagt, ja, es ist, oder ich habe so ein bisschen rausgehört, es ist so auch ein bisschen eine Aufgabe, dann auch seinen persönlichen Bereich wiederzufinden in der Familie. Wie machst du das dann? Ja, also ich muss tatsächlich sagen, dass ich auch gerne, wenn ich frei habe, Zeit mit meiner Familie verbringe. Aber natürlich mache ich auch gerne mal was dann alleine. Und ja, ich muss sagen, meine Hausmom, die achtet dann da auch drauf. So, du hast jetzt frei, du entspannst jetzt. Auch wenn ich frage, hey, kann ich helfen? So, nein. Aber nee, da muss man wirklich selber drauf achten, dass man dann auch selber mal sagt, so, ich gehe jetzt noch mal eine Runde raus. Oder wir haben einen Hund, ich schnapp mir den Hund, ich gehe noch mal raus. Ich habe jetzt frei und ich muss einmal von dem ganzen Chaos hier zu Hause einfach mal kurz raus. Oder was ich auch gerne mache, ich fahre auch einfach mal einmal zu Target. Da kriegt man den Kopf immer ganz gut frei. Ja, und den Geldbeutel leer. Ja. Aber die Taschen voll dafür. Das stimmt. Meine Hostmom sagt immer, Target sagt dir, was du brauchst. Also das stimmt auch. Ja, nee, aber einfach dieses auch selbstbewusst sagen, so, ich habe jetzt frei, oder auch zu den Gastkindern sagen so, sorry, vielleicht fragst du deine Mom eben so, ich mache jetzt was anderes, ich habe jetzt frei und das können wir sonst morgen noch mal machen. Ja, einfach dieses auch selbstbewusst sein und ja, sich nicht unterbuttern lassen. Ja, deine eigene Linie zu ziehen. Genau. Ja, sehr schön. Ich glaube, das ist auch ein sehr guter Tipp. Vor allem, wenn du am Anfang bist, ne? Ja. Das ist halt so diese Balance zwischen, okay, geben und nehmen, ein Familienmitglied sein, aber du musst trotzdem auf dich selber auch achten, ne? Und für dich so einen Ausgleich finden. Ich weiß auch, du gehst ja gerne reisen, ne? Ja. Wieso weiß ich das? Weil die liebe Paula, die war auch hier in Miami und dann ihr Ja. seid ihr an die Keys runtergefahren und wir haben uns auch hier kennengelernt oder nochmal getroffen, auch nach dem Surfouting haben wir uns kennengelernt und dann bist du mit einer Freundin hier nach Miami gekommen und ihr wart hier ein bisschen auf einem Roadtrip
Und dann haben wir uns auch nochmal kennengelernt. Das fand ich auch sehr schön. Ja, ich auch. Und ja, was steht bei dir in der Zukunft an mit Reiseplänen? Also, der nächste Plan ist erstmal eine Woche Familienurlaub. Wir fahren nach New Jersey an den Strand. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und ja, dann ist ja auch schon mein Reisemonat. Also ist gar nicht mehr so viel Zeit, leider. Ja, und da habe ich einen Roadtrip an der Westküste geplant. Und es geht für mich nochmal nach Hawaii. Ja, da habe ich mich ein bisschen verliebt. Und ja, genau. Und dann mal gucken. Dann geht's eigentlich auch schon wieder nach Hause. Ja, und dann beginnt ein neues Kapitel. Du kannst natürlich auch mit Apex im Kontakt bleiben. Die Franzi begleitet unsere Apex-Alumnis. Das sind die Leute, die aus dem Programm quasi draußen sind, aus dem aktiven Teil des Programms, aber dann auch wieder zurückgehen in die Heimat und da wieder ankommen. Und da hast du eben auch noch, wenn du das möchtest, die Begleitung von Apex an der Seite. Ja. Vielen Dank. Danke, liebe auch. Paul. Es war ein sehr schönes Gespräch mit dir und ich freue mich, von dir zu hören. Ich wünsche dir einen schönen Familienurlaub. Danke. Und natürlich eine tolle Zeit an der Westküste und in Hawaii. Dankeschön. Tschüss. Dich hat diese Episode inspiriert? Vielleicht gibt es jemanden, dem du damit auch eine Freude machen kannst. Teile es mit deinen Freunden auf Social Media, WhatsApp. Und wir freuen uns, von dir zu hören. Wir möchten immer weiter lernen und uns weiterbilden. Deswegen freuen wir uns nicht nur über eine 5-Sterne-Bewertung, sondern auch über dein Feedback. Melde dich bei uns über Social Media. Du findest Apex Social auf Instagram, Facebook und so vielen weiteren Plattformen. Join us. Gemeinsam empowern wir die Gesundheits- und sozialen Fachkräfte von morgen. Das ist deine Chance. Die Welt steht dir offen. Wir freuen uns, dich in unserem Team begrüßen zu dürfen.